Herzlich willkommen zu einem neuen Video von kreativekirche.de. Heute möchte ich mit euch den Anschluss und die Programmierung von sogenannten Neopixeln anschauen. Ihr seht da oben rechts in der Ecke schon mal eins leuchten und schauen wir es uns zuerst mal ganz auf dem Schaltplan an. Neopixel haben verschiedene Pixel aufgelötet, die gibt es einzeln als Kreis, wie bei mir jetzt hier so als Reihe. Die Neopixel haben den großen Vorteil, ich habe bloß drei Kabel, ein Ground, ein V-In und ein DIN, mehr Kabel brauche ich nicht und damit kann ich 30, 40 Lampen ansteuern. Eine super feine Sache. Ich muss bloß darauf achten, dass ich einen Kondensator mit 1000 UF zwischen Plus und Minus mache und vor den DIN ja circa einen 470 Ohm Widerstand. Das kann auch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein. Darauf kommt jetzt nicht an. Bei mir hier seht ihr zwei Widerstände. Ich habe einfach zwei 1 Kilo Ohm Widerstände genommen. Damit bin ich bei 500, weil ich gerade keinen 470er hatte. Nicht verwirren lassen. Hier seht ihr den 1000 UF Kondensator. Mehr muss man gar nicht anschließen. Und was man mit den Neopixeln alles machen kann, dass ihr da echt viele Möglichkeiten habt, das schauen wir uns jetzt dann gleich an. Zuerst mal ganz kurz, wir gehen zu Outputs. Da finden wir dann mehrere Pixelblöcke. Als erstes brauchen wir ein Setup. Den machen wir auch da oben in den Setup-Teil rein. Ich habe mein Neopixel an Pin 6 angeschlossen. Und jetzt, wie viele Pixel habe ich? Habe ich einen? Habe ich 8? Und dabei ist es egal, ob wir jetzt bei mir hier oben das einfach 8 Stück auf einmal sind oder zwei von denen. Das sind dann 16 und so weiter. So, als nächstes gehen wir weiter. Jetzt müssen wir die Farbe festlegen. Auch hier wieder wichtig, ich muss sagen, welchen Pin ich habe. Das ist bei mir, wie gesagt, Pin 6. Und Nummer Pixel, da ist jetzt wichtig, dass es nicht bei 1 beginnt. Also wenn ihr hier oben habt 8 Pixel, dann habt ihr hier die Zahlen von 1 bis 7. Also 0 ist in dem Fall das erste Pixel. Und zwei Farben sind vertauscht. Das sehen wir nachher. Ihr seht hier nachher, sind zwei Farben vertauscht. Ihr könnt eine Helligkeit wählen zwischen 0 und 255. 255 ist ganz hell. Und 0 ist demnach logischerweise aus. An dieser Stelle kleinen Hinweis, die Neopixel, die sind brutal hell. Also wenn ihr da ein paar Sekunden direkt reinschaut, bei voller Leistung, macht ihr euch die Augen kaputt. Da vorsichtig. Als nächstes kann man noch Pixelhelligkeit nehmen. Also ich kann hier jetzt auch wieder Pin 6 nehmen und könnte jetzt hier die Gesamthelligkeit regeln. Diesen Block brauche ich nicht unbedingt, den lasse ich jetzt auch einfach mal weg. Ansonsten könntet ihr sagen, ich mische mir hier eine Farbe aus 20, 60, 80 und wähle eine Gesamthelligkeit von 100 oder so. Also das können wir ausprobieren, aber diesen Block hier braucht es nicht unbedingt, deswegen lasse ich ihn jetzt einfach mal weg. Dann brauchen wir aber auf jeden Fall noch den Block Daten an Pixel senden. Auch hier müssen wir wieder den richtigen Pin auswählen, sonst funktioniert es nicht. Und ich mache jetzt einfach mal 0, 255 und 0 und das Pixel Nummer 3, also das vierte Pixel. Dann lade ich das Ganze jetzt mal hoch. Es kann passieren, dass bei euch jetzt ein Fehler kommt. Wenn ihr das Include, also die Datei vom Neopixel noch nicht drin habt, geht ihr einfach auf euren Internet Explorer oder Google Chrome oder was auch immer. Ich poste den Link und ladet euch die Datei Adroid für Neopixel herunter. Danach geht ihr zu eurem Arduino, geht auf Sketch und geht auf Bibliothek einbinden, auf ZIP-Bibliothek hinzufügen, dann auf den Ordner, wo es drin ist, das ist bei mir auf dem Desktop, dann Doppelklick, ich kann es aufmachen, jetzt sagt er schon, die ist schon angeschlossen, die Bibliothek, die brauche ich nicht. Aber wenn ihr das nicht habt, dann oder eine Störmeldung kommt, dass ihr die Bibliothek nicht findet, dann müsst ihr so vorgehen. So, gehen wir dann zum Programm zurück. Ihr seht jetzt, ich habe eigentlich grün 255, es leuchtet aber die rote. Machen bei rot mal 255 und laden das Ganze hoch. Dann seht ihr, dass jetzt grün leuchtet. Also grün und rot, wie gesagt, ist vertauscht. Wenn man alle Farben, also ich wollte alle Farben machen, wenn man alle 255 macht, dann ist das schlicht und ergreifend weiß. Muss kurz gucken, wie ihr das auch seht. Jawohl, ihr seht es. Genau, ihr seht, das ist auch wirklich brutal hell. Und so kann ich mir jetzt alle Farben mischen, die ich eben möchte aus diesen
Blöcken hier. Ihr seht, jetzt ist auch viel dunkler geworden. So, jetzt ist es aber relativ aufwendig, weil wenn ich jetzt den nächsten Pixel ansprechen will, in dem Fall mal die 6, habe ich gedrückt, genau, dann seht ihr jetzt, jetzt ist eben das siebte Pixel an und das ist aber relativ viel Aufwand. Deswegen möchte ich mit euch jetzt kurz anschauen, wie es einfacher geht. Ich habe hier jetzt einfach mal ein kleines Beispiel vorbereitet. Ihr seht es jetzt gerade hier oben auch durchlaufen, so ein bisschen so ein Schummerlicht oder so ein schwankendes Licht. Meine Kamera macht es auch ziemlich schlecht. Jetzt eigentlich das Blau und Rot, was abwechselnd leuchtet. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben ja einmal die Nummer Pixel und einmal die drei Farben, die wir haben. Und im Prinzip arbeite ich jetzt die ganze Zeit mit Variablen. Ich zähle jetzt also meine Variable Rot immer um 10 Zähler nach oben, bis die 150 erreicht ist. Danach mache ich im Prinzip ein Umschalten und nach dem Umschalten zähle ich dann Blau hoch und so weiter. In diesem Fall möchte ich euch auf jeden Fall den so lange Millis Block ganz arg ans Herz legen. Habe ich neulich ein Tutorial drüber gemacht und dass ihr hier diesen Delay Block nicht drin habt. Aber was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass ihr hier die Pixel hochzählen und die Farben einfach hoch und runter zählen könnt. Ihr könnt ja auch sagen, nachdem ich bei 150 bin, dann nehme ich die Variable, ich habe die jetzt Umschalten genannt, und dann zähle ich das Ganze wieder runter. Dann würde es also an- und ausgehen. Dieser Effekt, dass es jetzt so schwankt, hoch und runter ist, weil ich einfach alle 200 Millisekunden meinen Pixelwert hier hochzähle, also hier meinen Pixelwert hochzähle, und dann geht schlicht und ergreifend alle 200 Sekunden erst der nächste Pixel dann in die nächste Farbe über. Das ist eigentlich schon der ganze Trick dabei. Hier unten habe ich eben noch das Setup, aber das habe ich ja schon vorher erklärt. Wie gesagt, der Trick dabei ist einfach nur, hier mit diesen Variablen zu arbeiten. Hier könnte man jetzt eben noch grün nehmen, weil das Ü kann er nicht, deswegen heißt es grün. Und die Pixel. Wenn ich die vier jetzt eben mit unterschiedlichen Variablen hoch und runter zähle, dann kriege ich eben hell und dunkel hin. Und wenn ich das Pixel eben hoch und runter zähle, dann habe ich eben die passende Reihenfolge. Hier vielleicht nochmal darauf hingewiesen, wirklich mit Unterprogrammen zu arbeiten, dass ein Unterprogramm nachher rot, gelb und grün und so weiter ist. Aber damit, denke ich zumindest, kann man das doch verhältnismäßig gut lösen, weil ihr halt wirklich jedes Mal sonst ein einzelnes Pin mit einer einzelnen Farbe ansprechen wollt. Also wenn ihr ein Lauflicht wollt, ein Überblenden, also wenn ihr sehen würdet, das sieht echt schön aus bei mir auf dem Schreibtisch hier, aber auf der Kamera halt leider nicht. Genau, nochmal der Hinweis, Neopixel sind richtig hell, damit könnt ihr richtig was beleuchten. Passt da bitte auf, seid vorsichtig. Ansonsten viel Spaß beim Nachbauen und Neopixel sind echt eine ganz feine Sache.